Himmel über Baden. Informationen und Reportagen aus der evangelischen Kirche. Wir sind so frei, das ist das Motto der Ehrenamtlichen in Baden. Geladen hat die Badische Landeskirche im nordbadischen Sinsheim zu einem Kongress für ihre vielen Unterstützer. Von Seelsorge bis hin zu Chorleitern, ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind überall zu finden in der kirchlichen Arbeit. Zur Badischen Landeskirche und ihrer Diakonie zählen rund 55.000. Mit dem Tag für Engagierte wollen wir uns zunächst einmal bedanken für das Engagement von Menschen, die ehrenamtlich, nebenamtlich oder hauptamtlich in der Landeskirche unterwegs sind. Und wir wollen sie bestärken in diesem Engagement, wollen sie unterstützen, auch die Erfahrung, ihnen die Erfahrung geben. Wir sind eine große Gemeinschaft, wir gehören zusammen und wir wollen ihnen Anregungen geben für ihre Arbeit vor Ort. Dank für die treue Leistung, aber auch Neugierde wecken für neue Ideen in den Gemeinden, das ist das Ziel. Die Kongressteilnehmer sind überwiegend ehrenamtlich, aber auch beruflich Engagierte in badischen Gemeinden, Bezirken und diakonischen Werken. Also ich denke, das ist ganz wichtig auch für die vor allem auch ehrenamtlichen Mitglieder. Ich sehe es so ein bisschen als Würdigung der Arbeit, Unterstützung auch zu sehen. Landeskirche kümmert sich auch darum. Eine Horizonterweiterung mit einem großen Programm. Gottesdienst zum Auftakt und dann vor allem Workshops und eine Ausstellung zu verschiedenen Arbeitsgebieten der Evangelischen Landeskirche in Baden. Die Teilnehmer, die im Kirchenalltag unter anderem selbst solche Veranstaltungen stemmen müssen, können hier eigene Erwartungen pflegen. Auf jeden Fall viel Information. Ich freue mich sehr auf die Workshops. Und ja, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ich denke, dass ich einige Impulse kriege. Ich habe ja entsprechende Workshops jetzt auch gebucht. Wie kann ich mehr Beteiligung in der Kirche erfahren durch Wort und Musik? Ein paar Impulse zu kriegen. Also es gibt ja auch Vorträge für Kindertagesstätten und da einfach mal zu hören, was es Neues gibt, wie wir in die Zukunft gehen. Und ich will mich jetzt noch in der Flüchtlingsarbeit engagieren und da gibt es ja auch Workshops. Absolut richtig und wichtig, denn ohne das Ehrenamt sehe es in der Unterstützung der Flüchtlinge bundesweit düster aus. Um genau diese Themen geht es auch beim Workshop Gespräch mit dem Bischof. Die Flüchtlingskrise gibt Stoff zum Diskutieren, aber auch Anlass zum Handeln. Es gibt natürlich Menschen, die extrem engagiert sind, die in der Synode sind, die im Ältestenkreis sind oder eben wunderbar Kreise leiten oder wie die Kirchen zurzeit für die Flüchtlinge sich engagieren. Überhaupt entsteht der Eindruck, Mitsprache ist erwünscht. Mehr Beteiligung der Kirchenmitglieder im Gottesdienst ist ein Thema und eine andere Form des Glockengeläutes wird hier gleich mal ausprobiert. Insgesamt 35 verschiedene Workshops werden den Badenern angeboten und logisch etwas für den Magen, Mittagessen und ein Fazit. Sehr inspirierend, sehr praxisnah, war eine schöne Sache. 12 Personen und wir sind persönlich ins Gespräch gekommen, über den Glauben reden. War sehr gewinnbringend. War sehr anregend, war sehr systematisch vorbereitet und dadurch fand ich sehr informativ. Mir sehr gut gefallen, ja. Wir waren eine Gruppe und haben wunderbar miteinander diskutiert. War eine gute Atmosphäre. Ich denke schon, dass es ein bisschen auch Einfluss hat jetzt auf das, was ich zukünftig mache und was ich zukünftig predigen werde. Es ist für mich mehr wert, wenn die Leute quasi uns loben und wertschätzen, wie dass wir jetzt irgendwie Geld bekommen. Also von daher, das ist auf jeden Fall vieles wert. Im Jahr 2015 sind laut Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg rund 185.000 Flüchtlinge in den Erstaufnahmestellen in Baden-Württemberg angekommen. Neben der Unterbringung ist auch die Bildung und Integration eine große Aufgabe. Dazu Professor Dr. Christoph Schneider-Habrecht, Leiter des Referats Erziehung und Bildung der Evangelischen Landeskirche in Baden. Das ist ein zentrales Thema. Ja. Es geht ja um die Integration der Flüchtlinge mittel- und langfristig in unsere Kultur und in unsere Gesellschaft. Die Voraussetzung dafür ist Bildung. Ohne Sprachkenntnisse, ohne Kenntnis unserer Kultur können die sich nicht in den Arbeitsprozess eingliedern, nicht am Wirtschaftsleben beteiligen und auch nicht am kulturellen Leben. Deshalb wollen wir eben
ihnen einerseits Sprachkenntnisse vermitteln. Mit vielen anderen zusammen machen wir da unsere Anstrengung. Wir gehen in die Schulklassen rein, um ihnen kulturelle Bildung zu vermitteln, auch mit ihnen über Religion ins Gespräch zu kommen und da Verständnis für unsere andere christliche Religion zu schaffen, aber auch sie besser zu verstehen. Und wir bieten ihnen dann auch vielfältige Freizeitangebote. Das Mannheimer Schiffer Kinderheim erhält 350.000 Euro aus einer Erbschaft. Damit soll ein neues Haus finanziert werden, in dem unter anderem minderjährige Flüchtlinge betreut werden sollen. Momentan leben rund 250 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 19 Jahren in Wohngruppen dort. Rund 60 davon sind Flüchtlinge. Außerdem bietet das Team des Schiffer Kinderheimes auch ambulante Hilfe für Schüler und deren Familien an. Die Einrichtung wurde 1913 für die Unterbringung von Kindern der Binnenschiffer gegründet. Nach den kalten Wintermonaten haben die Vesperkirchen in Baden Bilanz gezogen. Wie hier in Karlsruhe öffnen sie für Bedürftige. Erstmals war Singen am Bodensee dabei. Überrascht von dem großen Andrang mussten die Organisatoren mehr Platz für Tische schaffen, denn bis zu 300 Personen nahmen das Angebot täglich in Anspruch. In Mannheim war man auf die rund 530 Besucher täglich vorbereitet. Dort hat man am meisten Erfahrung. Bereits zum 19. Mal öffneten sich die Kirchentüren für eine warme Mahlzeit und mehr am Tag. Insgesamt waren 13.700 Bedürftige in knapp einem Monat dort. Auch in Pforzheim wurde das Angebot von Wärmegemeinschaft und Essen für wenig Geld mit viel Dankbarkeit von bis zu 500 Gästen täglich genutzt. Die vierte Karlsruher Vesperkirche bot, wie auch viele andere Vesperkirchen, ihren insgesamt rund 9.000 Besuchern neben Essen und Gemeinschaft auch soziale und medizinische Beratung an. Nächstes Jahr sollen Kursangebote mit Sport und Musik dazukommen. Das Projekt Ferien vom Krieg – Dialoge über Grenzen hinweg gewinnt den Hermann-Maas-Preis 2016 in Heidelberg. Der Preis wird alle 4 Jahre von der Hermann-Maas-Stiftung für besonderes Engagement im interreligiösen Gespräch und der Versöhnungsarbeit zwischen Religionen verliehen. Ferien vom Krieg ist ein Projekt, das seit 1994 mit Kindern und Jugendlichen aus Kriegs- und Krisengebieten arbeitet. Ziel ist es, die Jugendlichen zusammenzubringen und ihre Freizeit gemeinsam zu gestalten. So kann ohne Vorbehalte miteinander gespielt, gelacht oder diskutiert werden. Ein Junge, 13 Jahre alt, also ein Teenager, hat über das Internet gefragt, hilft Gott auch Mördern und Verbrechern? Ja. Also ich glaube, die erste Antwort ist, Jesus hat Mörder und Verbrecher nicht einfach weggeschickt, sondern er hat eine Beziehung zu ihnen gehalten. Er ist mit ihnen umgegangen. Also ich glaube, er hat ihnen gesagt, das, was ihr gemacht habt, war falsch. Also Jesus hat die Sünde, würden wir in der Kirche sagen, Schuld erkannt, die Sünde identifiziert, gesagt, das, was ihr gemacht habt, war falsch. Das ist, glaube ich, das eine. Das zweite ist, er hat zur Umkehr gerufen. Also er hat gesagt, ändert euch, geht einen anderen Weg, schadet niemanden und dann das, was wir aus den 10 Geboten wissen. Also insofern, ja, er hat, glaube ich, einen Weg mit Verbrechern und Mördern auch gesucht, weil er wollte, dass auch sie zu Gott kommen. Also Gott müsste ja eigentlich Mördern und Verbrechern insbesondere helfen, denke ich. Er müsste ja eigentlich sich noch mehr um sie kümmern, weil sie ihn vielleicht noch dringender benötigen. Was sagen Sie dazu? Ich bin ja mal in einer Talkshow gefragt worden, wie ist denn das, wie kommt man eigentlich in den Himmel und wer kommt in den Himmel? Und dann habe ich gesagt, der Einzige, von dem wir das sicher wissen, ist ein Mörder gewesen. Der Schächer am Kreuz, zu dem sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist ja, glaube ich, sehr charakteristisch für das, was wir als christliche Botschaft haben. Ich bin gekommen, die Sünder zu retten. Ich bin gekommen, denen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen und die einen Anstoß brauchen, um einen anderen Weg zu gehen. Und dieser Schächer am Kreuz, von dem wissen wir, er ist umgekehrt, er hat sich zu Jesus bekannt. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt dafür gewesen, dass Jesus gesagt hat, ja, weil du umkehrst, weil Jesus Gott dich trotzdem annimmt, deswegen gehen wir zusammen ins Paradies. Nach
Mein Name ist Brigitte Scherer-Reiß. Ich bin 70 Jahre alt und lebe in Karlsruhe. Meine Eltern sind nicht sehr religiös gewesen. Also meine Mutter hat die kommunistische Jugend bei ihr gehabt und wir waren sehr freidenkend. Aber meine Mutter hat immer mit uns am Abend gebetet, immer so, damit wir dann auch still sind. Da hat sie so ein kleines Gebet gesprochen, das ich bin klein, mein Herz ist rein, darf niemand drin wohnen als Jesus allein und so. Und ich habe mir aber dann immer viel Gedanken gemacht danach, weil, wieso ist der in meinem Herzen und nur der allein und meine Mama nicht und so. Ich war sehr wissbegierig, ich glaube. Ich wollte immer wissen, was ist dahinter und wie ist das alles entstanden. Und wenn man sagt, die Urknalltheorie, ja, was war davor? Also ich habe da immer so einen Wissenshunger gehabt. Auch die anderen Religionen haben mich immer fasziniert. Guck in dich. Spür, was du wirklich willst, was dir wirklich wichtig ist und dann versuch, den Weg zu gehen. Und ich meine, das ist Gott. Gott ist ja nur ein Wort. Gott ist ja nur ein Wort. Es ist ja eigentlich ein Wort dafür, für das, was wir nicht begreifen können. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, weil beide Wege möglich sind, dann würde ich mich für den Weg der Liebe entscheiden. Und der ist manchmal auch gar nicht so einfach, sondern er ist holprig und unangenehm, also oder weniger erfolgversprechend, weil oft der egoistische Weg oder der Weg zum wäre vielleicht viel erfolgreicher, aber wenn ich dann jemanden verletzen würde oder jemanden verdrängen würde oder so, dann würde ich doch den Weg der Liebe wählen.